Premium Natural Bodybuilding by the Sports Scientist. Herzlich willkommen, liebe Natural Bodybuilding Freunde. Mein Name ist Daniel Gildner, DFAC Pro. Heute zur Thematik, und zwar: Wie gestalte ich mein Training, damit ich wirklich das Optimum an Muskelwachstum in Form der Regeneration natürlich herbeiführen kann. Und zwar kann ich aus eigener Erfahrung auf jeden Fall sagen, am Tag, wo ihr das Training gestaltet, muss natürlich alles optimiert ablaufen, damit ihr natürlich optimale Trainingsreize soweit vollführen könnt. Das heißt, am Vortag sollte die gewohnte Ernährung, also wenn ihr dementsprechend eiweißbewusst und Kohlenhydrat reduziert das Ganze schon gestaltet habt, bleibt auf jeden Fall bei dabei. Das heißt, die Strategie, wirklich sich am Tag so zu motivieren, dass ihr optimale Trainingsreize setzen könnt, heißt auch wirklich eine Routine. Das heißt, ihr müsst Trainingspensum einhalten, ihr müsst den Schlaf einhalten, ihr müsst die Ernährung einhalten und verzichtet natürlich auf die ein oder andere Möglichkeit, natürlich irgendwelche sozialen Kontakte. Aber nichtsdestotrotz, das ist halt nur über bestimmte Phasen. Das heißt, ihr könnt das nicht das ganze Jahr über gestalten, sondern ihr könnt das in Form einer Diät machen oder in Form einer Aufbauphase, wo ihr wirklich einen Mesozyklus von 8 bis 10 Wochen das Ganze gestaltet. Fixiert euch dann darauf und dann habt ihr wirklich auch optimale Trainingsreize. Und wie ich optimale Trainingsreize soweit fortführen kann, für mich hat sich prädestiniert, und zwar das HIIT-Training. Entweder bin ich mal ein Typ davon, wenn ich in der Diätphase gehe, dass ich eher im Bereich Volumentraining mein Training gestalte oder in HIIT-Form, das heißt expressmäßig eine Stunde oder dementsprechend kürzer. Ich gestalte mein HIIT-Training, also High-Intensity-Training, in der Form, dass ich das wirklich in der ursprünglichen Form mache, das heißt expressmäßig, Erwärmungssätze, ein Belastungssatz, oder es hat sich auch bei mir ganz gut ergeben, dass ich wirklich zwei Sätze mache in maximaler Belastung, dass wirklich die Ausbelastung, also in der maximalen Erschöpfung, erreicht wird und dann nochmal ein Pumpsatz. Also zähle ich das als zwei Sätze in der Form. Probiert das Ganze aus. Wenn ihr damit ganz gute Fortschritte machen könnt, bleibt auf jeden Fall dabei. Das heißt, bringt euer Training nicht immer wieder komplett aus einem anderen Routineplan, weil euer Körper braucht eine bestimmte Routine. Ansonsten kann Muskelaufbau über gewohnte Maßnahmen gar nicht so gut stattfinden. Wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr mehr über HIIT-Training erfahren wollt, schaut einfach mal auf meine Seite vorbei, danielgildner.com. Da ist mein aktueller Trainingsplan. Der ist aber in der Form umgestaltet, dass ich jetzt jede Muskelgruppe isoliert trainiere. Also das heißt, ich hatte dort die Hilfsmuskulatur, sei es Rücken, Bizeps oder Brust, Trizeps, soweit drin. Habe ich jetzt soweit rausgenommen, habe das alles isoliert gemacht, sodass viermal die Woche auf jeden Fall ein HIIT-Training stattfinden kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, like me and be natural.